Hallo? Hallo? Yo! Was geht, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Trimax Fails, wo wir uns wieder den Content anderer anschauen, um damit maximal viel Geld zu verdienen. Kai, schön, dass du mit dabei bist heute. Ich freue mich sehr. Du freust dich sehr? Ja, vor allem, dass wir ein Video von Trimax anschauen. Vor allem, dass wir ein Video von Trimax anschauen und dich endlich mal einen anständigen Counterpart dabei, mal einen richtig prominenten Gast. Nicht so wie der andere, der mit dabei ist. Hallo Lukas. Hallo Lukas. Trimax, schon mal einen Stream geguckt davon? Ja, ja, klar. Und unterhalten worden oder eher nicht so? Naja, seine Skills, ich sag mal so, ne? Sein Play ist nicht so. Es ist nicht so stark. Habe ich eben schon besser gespielt, oder? Aber es ist hier so ganz, hier und da ganz unterhaltsam, was er dazu erzählt. Ja, ja. Meinst du, ich habe eben gut Fortnite gespielt? Du hast, dafür, dass du es länger nicht gespielt hast, war es ganz gut. Siehst du mal, Lukas, und das wird zu dir niemals jemand sagen. Ich hatte mehr Kills als du, aber komm. Das stimmt nicht. Es waren beides mal gleich viele. Ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an. Trimax, Minecraft Fails und, ja Leute, ihr wisst ja, wie es hier läuft. Also wir lachen ein bisschen und das war's an der Stelle, ne? Fangen wir an, let's go. Okay, sitzt sie? Nein, sitzt sie? Jetzt sitzt sie, sie hört nur auf mich. Bist du da dabei oder hast du gerade geredet? Dämon beschwören ich ihr. War dabei. Wir okay. können, Max versucht gerade einen Dämon in der Katze zu beschweren. Ich meine, das habt ihr Tutorial gesehen. Raus aus dem Kreis. Wirf das Spinnauge rein, was du hast. Ja, dann klappt das nicht. Ich bin wieder weg. Ich muss einfach nur lang genug warten. Dämon in der Katze. Ganz kurze Info für dich, Kai, das funktioniert so nicht. Also Max ist immer der Meinung, es gäbe verschiedene Sachen, die er sich ausdenken würden, automatisch im Spiel so auftauchen. Ah. Das ist aber nie der Fall. Max hat da eine sehr eigene Herangehensweise. Na, vielleicht spielt er eine eigene Version. Max ist sowieso eine eigene Version Mensch auch tatsächlich, ja. Appreciate ich sehr. Appreciate was für ich Farm baust du, Max? Alter, du Stalker! Wie du stalkst, geht zu einem Eisengolem, Alter. Alter! Aber Max ist sehr blond im Moment, oder? Ja. Ja, nee, das sind alte Clips, glaube ich, auch noch alles. Da war er noch jung und sportlich, ne? Mhm. Ja. Darf ich auf Redstone springen? Und das ist dann weg. Nee, ist illegal. Nee, darfst du nicht. Ist illegal. Nee, Quatsch. Farm endlich mal fertig machen, Romatra. Das mache ich doch gerade. Hey. Da siehst du, wir spielen aber zu dritt, ist, ne? Ja. Also Romatra, Max und ich. Aber er lässt sich eigentlich das Spiel erklären beim Spielen, ne? Das ist das Problem, man versucht ihm das zu erklären, aber er will partout nicht hören. Er will nichts Neues lernen, experimentiert selber rum und es geht alles ständig in die Hose. Wirklich, Max ist einfach eine absolute Bremse bei jedem Spiel. Okay. Aber super für Unterhaltung, ne? Ich bin doch gerade voll im Workflow und du hast mich gerade wieder raus. Du baust die nochmal komplett zusammen. Ja, ich hab da oben... Junge, das ist mein Sandweg. Hier gehe ich immer hin, um Sand zu fahren. Der ist mir völlig abgeschnitten. Man kann natürlich nicht über das Wasser hinweglaufen, ne? Das ist unmöglich. Aber dieses Gesicht kenne ich aus dem Reaction-Video, als er die Folge, wer weiß denn sowas, anschaute mit euch beiden. Da hat er das Finale ja auch erst verstanden, als er das Reaction-Video und er hat mitgespielt, das muss man sich mal überlegen, ne? Er war doch mit dir zusammen im Team, ne? Ja, er hat natürlich grandios verloren. Grandios verloren. Genau. Ja, wird Zeit für ein Revival, ne? Ja, absolut. Wir haben schon gesagt, Max, machen wir. Die Villager, ich sag's euch. Kein Job. Er versucht ja gerade Zäune zu machen, aber er kriegt es nicht hin. Ich glaube, das ist das Einzige, was hilft. Ich könnte das stundenlang nur schauen. Guck mal, siehst du, wie verwirrt er ist? Das Ding ist, schau mal hier, du hast ja die Möglichkeit, du kannst mehrere Stöcke übereinander machen und mehrere... Ne, da kannst du direkt, ja, kannst du halt direkt mehrere Zäune bauen und nicht eins. Aber er macht halt alles einzeln. Max ist halt die Ruhe selbst, weißt du? Hey, als ob der jetzt... So funktioniert Twitch auch. Das einfach das Falsche gemacht. Reed, ich mach Gates! Nein! Oh mein Gott, Revi, sag doch was, Digga. Weil ich kann ja, nicht, ich kann ja sehen, was er macht, ne? Ich will die ganze Zeit Zäune bauen, ich mach nur Tore. Dann sollte er vielleicht zum Fußball wechseln. Besser wär's, besser wär's. Also wenn du ein richtig erfahrener Minecraft-Spieler bist, dann könnte es sein, dass du ausrastest. Komplett so lost. Ausrastest. Ja, dieser arme Junge. Oh. Hier ist ein Kartograf. Oh, ja. Oh, oh nee. Guck mal, ist wieder da reingefallen. Gäbe auch da eine einfache Lösung. Man setzt einfach hier oben den Wassereimer hin, schwimmt einfach raus. Max kriegt das aber natürlich jetzt nicht wieder hin. Pass auf. Er hat einen Wassereimer in der Hand. Siehst du das? Ja? Das ist was ganz Schreckliches passiert. Ja, ganz schrecklich. Ich bin bei mir reingefallen. Setz doch da, genau da, Wasser hin, genau da. Setz es doch einfach da hin. Lukas. Was ist denn so schwer da dran? Ja, und jetzt? Ja, oh mein Gott. Ich habe genau extra hier meine Dings gebaut. Mein Gott. Und jetzt ist genau hier, muss ich das andere Teil bauen. No way, ich habe einen Skelett-Spawner gefunden. Hals, Maul.
Das ist mein Satz. Halt's Maul! Das ist mein Satz! Hier bauen wir nochmal eine XP-Farm hin, Alter. Die sich gewaschen hat, Kollege. Ich lieb's halt, wie Max noch die ganze Zeit nicht sagt. Max ist wirklich, also Max Primus, der guckt einfach nur verwirrt die ganze Zeit rein, weißt du, das ist es halt. Der ist aber auch halt verwirrt. Ja, ja, kannst absolut. Kannst du mal ganz kurz einen hohen Tick einstellen, dass das ganz schnell wächst? Was? Hohen Tick? Revi, kannst du einmal ganz kurz einstellen, dass mein Seegras ganz schnell wächst? Nee, das wäre cheaten. Echt, ich möchte einmal kurz, ob es funktioniert. Bitte, bitte, bitte. Nee, jetzt mal bitte einmal kurz. Das ist dein Seegras wächst. Och bitte, was soll das denn jetzt? Halt cheating, ne? Aber ja, ich weiß noch gar nicht, wie das geht. Echt nicht? Nee. Natürlich wusste ich's. Ja, random Tick Speed, aber ich weiß halt nicht. Nee, das ist cheaten, Max. Wie, das ist cheaten? Wie assi. Das ist ja nicht cheaten, das ist überprüfen. Das ist nicht cheaten, das ist überprüfen, genau. Das ist wie wenn du in der Klausur eine Antwort hinschreibst und dann dein Merkzettel rausholst und nochmal drauf guckst, ob die Antwort richtig ist. Das ist nicht spicken, sondern ist überprüfen, das ist überprüfen, ne? Ja, ja. Aber spicken ist ja, wenn du vorher drauf guckst. Richtig, genau. Das ist schnell. Holy shit, wie geil. So, jetzt ist es gewachsen. Übrigens, diese Farm, die er gebaut hat, rum, aber durch das Wassersystem, was ich hier eingepflanzt komplett, habe, komplett treiben unnütz, die nach wirklich oben. Bringt gar nichts. Und wenn sie nach oben treiben und die Strömung richtig eingestellt ist, müssten sie jetzt, oh. Oh. Ja, jetzt. Von allen Games, die es auf der Welt gibt, bin ich in Minecraft am besten. Ja, Digga. Es ist so, als ob die ihm gerade einen halbvollen Teller vom Tisch abgeräumt hat. Stupide und gelogene Aussage, über die ich jetzt sehr erbost bin. Denn eine Sache muss dir klar sein, Max, du bist nicht gut in diesem Spiel. Okay? Okay. Gut. Also schlafen schnell. Geht nicht. Ausloggen, Max. Geht auch. Geht diesmal nicht. Ausloggen, Digga, es ist Monster überall bei mir. Meine Farm geht kaputt. Max, ausloggen. Also Max könnte sich einfach ausloggen. Es wäre kein Problem. Aber Max muss jetzt erstmal das Problem lösen, ne? Das geht natürlich nicht. Und Max versteht erkennen. Aber. Das ist ja genau das Problem. Das Problem ist dieser Wasserblock hier. Aber er checkt es nicht. Ja, aber er checkt es einfach nicht. Wenn du lösen kannst, musst du es erkennen. Ja, und das ist halt wieder ganz, 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 ganz schwierig. Ich finde es auch immer dreist, dass Max ständig behauptet, er wäre in jedem Game einfach gut. Er sagt immer, ich bin extrem stark darin. Und das ist nie der Fall, wirklich. Okay. Guck das dir an. Was? Kicked by another operator. Oh, das ist so assi. Hast du den gespeichert? Ja, Digga. Jetzt hab ich nicht gespeichert. Es ist ein Multiplayer-Spiel. Da braucht man nicht speichern. Was hast du? Du hast nicht gespeichert? Es ist ein Multiplayer-Server, Mann. Hast du gerade gesagt, ich habe nicht gespeichert? Keine Ahnung, Mann. Das Ding ist, Max hat das auch 1:1 aus dem Internet nachgebaut. Es ist fertig. Nein, es ist noch nicht fertig, weil jetzt, wenn hier unten... Nee, es ist absolut fertig jetzt. Es ist richtig. Wenn jetzt hier unten eine Gurke liegen würde, dann wird hier nicht hochgetrieben. Kai, hast du eigentlich schon mal selber Minecraft gespielt? Ich habe noch nicht Minecraft gespielt. Ich habe schon häufiger zugeschaut. Hast du denn schon mal jemanden gesehen, der so schlecht ist wie im Trimester? Ja. Also das ist wirklich ja, wirklich das Lachen, denkst du, nein. Das habe ich sehr früh schon gehört. Ne? Weil ich wüsste warum. Trimex noch nicht kannte, da habe ich dann immer gesagt, wer ist das? Mhm. Ne? Ob der besonders gut in dem Spiel ist. Dann haben wir immer guck mal, es schwimmt doch automatisch hoch. Ne? Also, so nee, der ist nicht oh, der so Beste, aber es ist lustig. Oh, ihm zu guck mal, der Junge hat übrigens VWL studiert. Und er hat auch eine total beruhigende Wirkung auf crazy Hunde. Nimm mal ja, das Schild. Stimmt. Chill. Das stimmt, Akali ist einfach eingepennt. Okay. Ich verstehe schon, was ihr meint. Das ist eine Wissenschaft für Max. Das ist einfach eine Wissenschaft. So, wir bleiben jetzt hier bei den Villagern stehen und machen jetzt hier die Waves, okay? Auf geht's. Max hat auch nie was zu essen dabei in Minecraft. Max, wo bist du eigentlich, Alter? Hilfst du uns vielleicht, weil du Asozialer? Ich komme nicht aus dem Wasser raus. Oh, ich raste aus, Mann. Du kannst in Minecraft alles abbauen, weißt du? Es ist kein Problem. Du denn, du Autist, Junge? Wo hängst du denn? Ja, der kann doch jetzt schon raus. Der kann ja jetzt schon raus. Alter, und der Typ ist in irgendeiner unter... Ich glaub's ja... Ich helf doch schon. Okay, Ruhe jetzt. Die kommen von da vorne. Romatra, die müssen bis zur Farm kommen. Nein, Max! Nee, weg da, Max! Wir müssen hier rüber. Wie konzentriert er ist. Was denn? Ja, was hast du denn, Revi? Du wolltest was sagen. Komm, sag doch was. Stopp, Romatra, noch nicht gucken, Romatra! Oh mein Gott, er hat's verraten. Komm wieder her. Warum hast du denn nur 4 Pistons gemacht? Weil du mir zu wenig Redstones gegeben hast. Ein Pist braucht einen Redstone. Ich hatte gestern. 64er hast du denn gesehen? Er hatte noch 64 im Inventar, Lukas. Nein, und heute kann ich nicht mehr ausgleichen. So, auf jeden Fall wächst das dann. Ich kann das aber auch gerne, wenn ihr wollt, mal simulieren. Bleibt mal hier unten stehen, bitte. Ich simuliere das mal kurz. Also ich bin ja fasziniert, Max. Also ich bin ja echt... Guck mal jetzt. So, nehmen wir mal an, das wächst. Und dann sind überall Wassergurken.
Das sind Algen. Erstmal ist das Seegras und nicht eine Wassergurke. Pass auf, ja. Guck, es sinkt alles zu Boden. Man denkt so, oh Kacke, er hat die Farm verkackt, ne? Aber fast jetzt passiert das Wunder. Ja, es steigt halt hoch. Das hat Auftrieb. Die Wassergurken haben Auftrieb. Und jetzt guckt, zack. Und guckt weiterhin. Das sind keine Wassergurken, Alter. Zack. Und nochmal zwei. Das ist dieser eine Kerl, der bei einer Schulpräsentation irgendetwas vorstellt, was er selber gar nicht gemacht hat, aber keine Ahnung hat, was überhaupt vorne passiert, weißt du? Wächst die ganze Zeit, egal wo wir sind, das wächst. Nein. Hier oben geht's in den Trichter. Ist auch falsch. Dann geht es in den, Komposttiererhaufen, dann wieder in den Trichter und dann in die Kiste und hier sind einfach 11 Bone Meal. In der 11 Knochenmehl, geil. Ja, nur in der Zeit, wo wir jetzt hier waren. Das war total effektiv. Absolut. Ja. Oh mein Gott, ich habe mal Netherman angeguckt. Netherman? Es heißt Enderman, nicht Netherman, Junge. Ich bin im Nether, da ist ein Mann, es ist ein Netherman. Ich bin im Nether, da ist ein Mann, es ist ein Netherman. Ganz einfache Physik. Ey, das ist... Erst recht, man kann die angucken, solange man will. Ja. Ich weiß, der ist bestimmt sehr oft gestorben im Nether, oder? Ja. Guck mal jetzt hier. Er hat ein Schwert im Inventar. Er hat ein Schwert. Jetzt funktioniert der Hase, jetzt funktioniert die Farm. Sehr schön. Guck jetzt, seine Art mit Problemen. Siehst du? Seine Art mit Problemen zu dealen ist, lass es wen anders machen. Alter, mein Trimax, Alter. Du musst, Junge. Du bist ein Assi, bist du. Junge, das war ein Hinterhalt. Du bist ein Assi, Alter. Geil, Junge. Max Junge, guck dich mal um, ich hab alles selbst gebaut. Ey, stopp, was machst du da? Stimmt aber auch nicht, stimmt aber auch nicht. Nein, das ist meine Lieblingsaufgabe vom ganzen Tag. Du hast sie alle schon gefüttert. Ich bin nicht ein Weizenkern losgeworden. Das ist deine Lieblingsaufgabe vom ganzen Tag. Meine Lieblingsaufgabe vom ganzen Tag. Der hat sich wirklich, der hat mir teilweise geschrieben, bevor wir streamen, hat er gesagt, geil, ich freue mich wieder die Tiere füttern und so, ne? Lass mich die Schafe. Ja. Ich hab nicht eins füttern können. So, und jetzt musst du die Pferde, jetzt sneakst du die ganze Zeit sneaken. U drücken also, immer, ja? Immer hoch und runter, hoch und runter, ganz jetzt schnell. Sneaken auf U, Lukas. Okay, klappt's? Max denkt, er hätte jetzt gerade einen Einfluss darauf, was da passiert, hat er aber nicht. Es hat geklappt! Da ist es! Da Alter, das ist so ein Pferd! Ist es das schon? Darf ich mal angucken? Warte ganz kurz. Er dachte jetzt, die machen das, weil er U drückt. Ja, genau. Geil. Welches Netz hat das? Einfach geil. Ihr seid aber auch gut. Ja, es ist schon leider so. Aber Max gibt halt auch alles nach her, ne? Hört mich Max versucht sich mit seinen 120 Kilo auf ein Babypferd zu setzen, ne? Muss ich dir mal vorstellen. Ins Bett. Der sitzt da eine Dreiviertelstunde, macht nichts. Hallo? Hallo? Ist ja nicht so, dass wir heute so viel Zeit haben. Baby. Hallo? Matra. Wir sind gerade fast 18.000 Zuschauer, können wir bitte weitermachen? Er macht aber auch nichts, der chillt jetzt und wartet, oder was? Ja, er hätte in den Chat schreiben können, alles, weißt du, aber dann sieht's lost. Ja einfach nur verloren, dieser Junge. Oh. Verstehst du denn, dass man aus genau diesem Grund, jetzt geht er einfach, glaube ich, einen Trimax auf Twitch abonniert, ja, ne? Ja, es hat was, ne? Eine besondere Form von Unterhaltung. Es ist eine besondere Form von Unterhaltung, definitiv. Definitiv. Ich würde. Sehr ehrlich, sehr beruhigend. Ja, ich sehe so einen Trimax auch tatsächlich irgendwo bei so Formaten wie, weiß ich nicht, Schlag den Star, da sehe ich ihn einfach. Wenn er wirklich da steht und einfach nichts kann und das ist einfach so geil, weißt du? Ja, das wäre was auf jeden Fall. Also ich glaube, das wäre eine große, große Geschichte. Ja. Tatsächlich. Ich könnte mir ihn auch gut bei Let's Dance vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Oder, Lukas? Trimax bei Let's Dance direkt. Ihr beide als Partner auch. Ja, wir auch. Ja, sehe ich sehr. Ich würde sagen, wir sind an der Stelle hier durch mit diesem wunderschönen Video. Schaut gerne bei Evai vorbei. Schaut auch gerne natürlich bei Kai vorbei. Und auch gerne bei Lost Moments. An der Stelle bin ich raus. Und ja, macht's gut. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss. Ciao.